Und hier ist sie wieder. Diesmal aus dem Gustav-Radbruch-Haus in Hamburg. Die goldene Kniechel-Show. Heute aus Berlin. Mädchenmetall von Maike Büttner. Und hier kommt er, der goldene Kniechel. Hast du Lust auf SEX? Was? Na, möchtest du mal ordentlich und gepflegt einen wegstecken, hä? 200 Euro. Ja. Aber höchstens 2 Stunden. Musik. Wahlberlinerin und ich mache da viel Musik und Zweitstadt, wo ich viel Musik mache, ist Hamburg hier. Deswegen bin ich auch oft hier. Du bist oft hier? Ja. Stimmt, beim Singer-Songwriter-Slam bist du auch? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder im Puka war ich mal oder, ach, keine Ahnung, was sich so anbietet. Ne? Und deine Gitarre, die war ja schon letzte Woche hier, ja. die stand ja schon hier. Wir haben ja noch etwas, hier ist Vanas, wir haben ja noch etwas... mal auszudiskutieren hier. Welche Gitarre blauer ist, haben wir hier die Diskussion gehabt. Das ist meine, so. Du sagtest, du hast die Königin der blauen Ameisen. Ich habe hier noch so einen dunklen Rand, wo das dann so hineinfadet, was ja dann an der äußeren, am äußeren Rand auf jeden Fall das dunkelste Blau ist, was ich überhaupt nicht. Ja, aber dafür ist mein Blau hier weit ausgebreitet. Oh. Ja, dazu muss ich außerdem noch sagen, dass ich Blau die schrecklichste Farbe der Welt finde. Warum, worüber diskutieren wir denn eigentlich? Über Semantik? Das war deine Idee, mir ist das ja egal. Also ach so, du hast angefangen mit Blaumeisen. Deine Gitarre ist eine Western-Gitarre, meine Stimmt. Gitarre ist eine Konzert-Gitarre. Ja, jetzt haben wir es aber mal so direkt verglichen, nicht immer nur. Mit Fleisch vergleichen, meinetwegen. Aber es lässt sich gut zusammen essen. Boah, das ist metaphorisch. Ja, Maike. Ich muss ja, ich muss mal kurz was sagen. Ihr kennt ja die Aktion, ne? Rettet die Schuhigel von mir. Ich habe jetzt was ganz Fieses gefunden. Das muss ich dir nochmal zeigen. Also was, du kennst ja Schuhigel, ne? Was? Schuhigel, wo sich die Leute mal die Füße abtreten. Das ist einfach gemein, dass die das machen. Nee, kenn ich und nicht mal. Es gibt jetzt noch was Fieseres. Grausamkeit habe ich noch nie mit. Es gibt noch etwas viel Grausameres. Und zwar Schuhigel-Mutanten. Es gibt tatsächlich Leute, die pflanzen Igelrücken auf Hasen drauf. Wie pervers ist das denn? Wird noch schlimmer. Als wenn Hasen nicht genügen. Enten mit Igelrücken! Gute Strumpfente. Das ist, ist ein echter Igel. Das ist ein Schuhigel-Mutant.
Das ist noch viel grausamer, als die armen Schuhigel zu treten, finde ich. Mit der Genforschung jetzt halt einfach schon ziemlich weit gekommen. Ja. Sanders, ich möchte, dass wir hier demnächst mal so zwei Neffe einrichten. Klar. Was? Nein! Die Quälerei hier. Die werden jetzt unsere Show begleiten. Ich möchte jetzt auch meine Ananas-Schorle aufrühren. Ne? Jetzt, wenn dann richtig, ne? Aus der Original Rettet die Schuhigel-Tasse bekommen, okay? Sehr in Ordnung. Beim nächsten Mal. Okay. Maike, du hast uns auch einen Song mitgebracht. Hab ich gemacht, ja. Hast du gemacht. Ja. Der heißt? Hässlich. Hässlich? Ja. Und wie heißt er? Ja, hässlich. Ach so. Ja. Nee, der ist schön, glaube ich, aber der heißt hässlich. Der ist schön, aber heißt hässlich. Wir hören jetzt Maike Büttner mit dem Song Hässlich. Ich bin der Hans Peter aus Horst und stehe auf Spaghetti.